Willkommen zurück zur allerletzten Mission von Zeus und Poseidon, dem allerletzten Abenteuer. Die Rache des Zeus, der Untergang von Atlantis. Wir sollen jetzt noch so lange standhalten, bis Zeus uns die Quest zukommen lässt und uns sagt, welchen Helden er gerne haben möchte. Mal sehen, ob wir es schaffen. Geschwindigkeit erst einmal runtersenken auf 80%. Jetzt gucken wir uns erstmal um. Das ist im Moment unsere Stadt. Wir haben 78 Arbeitskräfte zu wenig, wahrscheinlich weil wieder irgendwo ein Brunnentypi nicht ganz so lang gelaufen ist, wie er sollte. Sowas kann durchaus mal passieren. Hier fehlt noch die Attraktivität, die werde ich jetzt noch hinbauen in Form von einem Park. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir haben viel zu viel Geld, wissen sowieso nicht mehr, wohin damit. Wir müssen keine großartige Bevölkerungszahl mehr erreichen. Wir müssen nur dafür sorgen, nemeische Spiele beginnen, dass die Quest von Zeus erfüllt wird. Und erst wenn die da ist, können wir wahrscheinlich dafür sorgen, dass alles andere kommt. Datei speichern unter LP04. Erst einmal einfach nur überleben. Und Freunde beschützen. Poseidon straft Sparta. Tyre schenkt Fleisch. Nemeische Spiele enden. Syrakusa erobert Sparta. Zyme liebt sie. Ich bin der beste aller Götter. Kein anderer Gott kann das bieten. Themyscira schenkt Wein. Hektor von Aphrodite losgehetzt. Hektor, mein Liebster, mach mit dieser Stadt, was du willst. Ich bin höchst unzufrieden mit ihr und bitte dich, sie in ihre Schranken zu weisen. Mit deiner Hilfe, Hektor, werde ich es dieser Stadt zeigen, um deine Pläne oder die Pläne der Götter zu durchkreuzen. Halle des Achill kann gebaut werden. Geschwindigkeit runtersenken. Wo ist er? Da. Okay, ich brauche die Halle des Achill. Was will der haben? Der hat alles. Okay. Der kann Hektor besiegen. Wir müssen uns beeilen, bevor die ganzen Gebäude hier unten zusammenbrechen. So, Achilles rufen. Was war das? Podium. Und ein Brunnen. Ah, Hektor ist doof. Den kriegen wir nicht einfach so besiegt. Themyscira schenkt Wein. Das ist nett. Dankeschön. Der tötet wieder alle Leute. Das ist gut. So ist er wenigstens abgelenkt. Neuen Brunnen bauen. Neuen Architektenposten bauen. Neue gehobene Wohnung bauen. Oh, bitte. Achilles, wo bleibst du? Das ist noch nicht die Aufgabe, die wir erfüllen sollen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir fast alle Heldenhallen hier haben müssen. Er bringt erstmal ganz munter alle Leute um. Aphrodite straft Themyscira. Athen zahlt Tribut, alle anderen auch. Wo bleibt Achilles? Es ist bereits Januar und er ist immer noch nicht da. Vielleicht kommt er im Februar. Geschwindigkeit hochstellen auf 90%. Ich kann eh nicht viel machen. Ihr versucht, den furchterregenden Achill herbeizurufen. Ist von Erfolg gekrönt. Nein, er hat den Marktplatz abgerissen. Das kann doch nicht wahr sein. Gut, das muss ich jetzt erstmal erneuern. Große Agora wieder hinbauen. Das war das Theater. Ich brauche ein neues Podium.
Terra beginnt mit der Invasion. 10.000 haben wir gegeben, um sie zu bestechen. Ich brauche einen neuen Brunnen. Sehr gut, Achilles ist unterwegs. Dann kann ich mich jetzt um den Rest kümmern. Du musst außen rumlaufen, es tut mir leid. War eigentlich nicht geplant, dass du durch die Stadt läufst. Ihr schenkt wieder alles, das ist schön. Ach, Lebensmittelhändler, Wollhändler, Ölhändler, Waffenhändler, Weinhändler, Pferdeausbilder. Wo ist er denn jetzt? Achilles wird schon wissen, wo er ist. Da hinten. Geschwindigkeit hochdrehen. Terra erobert Themyscyra. Speichern erstmal unter LP05. Ach Gott, das Theater noch. So. Die prügeln sich und Hector ist dahin. Einer ist schon mal tot. Hector wurde erschlagen. Neue Einwohner strömen herbei. Die brauchen wieder besseren Zugang zur Kultur. Sobald der Theaterschauspieler hier langläuft, ist alles wieder gut. Oh ne, war der Podiumsmann. Okay. Der Zyklop greift an. Halle des Odysseus. Geschwindigkeit runtersetzen. Halle bauen. Kommt jetzt wieder hier oben mit hin. Es ist alles bereit für ihn. Wo ist der Zyklop? Da. Wieder hier drüben. Arschloch, sagt man nicht. Noch lässt er die Häuser in Ruhe. Jetzt macht er sie kaputt. Oder auch nicht. So, wir sind der Anwesenheit würdig. Das ganze Öl ist weg. Aber das ist es wert. Kriegen es eh wieder schnell ran. Womöglich kriegen wir noch was geliefert. Das wäre super. Hier oben reicht es noch für eine Weile. Sieht es aus mit den Arbeitskräften noch gut. Der weltberühmte Odysseus, König von Ithaka, ist hier. Ingenieurposten und drei normale Häuser. Die müssen dorthin. Stelle ich das jetzt damit hin? Das ist gut. Lenkt ihn ab. Odysseus wird kommen, dann haben wir Achilles und Odysseus schon mal hier. Syrakuse beginnt mit einer Invasion, das ist okay. Ach komm, leck mich doch. Wo bleibt er? Da kommt er. Ja, natürlich. Der hat sich so viel Zeit gelassen, dass er noch in Ruhe den Markt kaputt machen kann. Oh, beide Märkte, natürlich. Kritische Spiele enden. So, dann kann ich jetzt die Märkte wieder neu aufbauen. Das Silo ebenfalls. Das bitte keinen Weizen annimmt. Lebensmittelhändler Nummer 1, Nummer 2. Wollhändler. Und Ölhändler. Zyklop wurde erschlagen. Sehr gut. Und die Gebäude auch wieder hinbauen. Möglichst mit einem Park. So, speichern. Unter LP05.
wird man eben Philosoph. Geschwindigkeit erhöhen auf 100%. Syrakuse beginnt weiter die Invasion. Benötigte Mitarbeiter. 10.000 Drachmen abgeben. Zufriedenheitsdenkmal verfügbar. Invasoren bestochen. Den zahlt Tribut. Zyme zahlt Tribut. Alle zahlen Tribut. Euch fehlt die Wolle. Jetzt habt ihr Wolle. So, speichern unter LP05, dass wir unsere Leute wieder kriegen. Sie haben mich zu ihrem Feind gemacht. Und jetzt mache ich die See zu ihrem Feind. Poseidon greift an. Der wird jetzt die ganzen Schiffe wieder kaputt machen, so wie ich ihn kenne. Und die ganzen Häfen. Aber damit kann ich umgehen. Das ist nicht ganz so schlimm. Ja, die sind alle soweit zufrieden. Ich brauche mehr Öl. Landarbeiterlager. Olivenpresse. Denn hier oben wird das Öl auch langsam wieder knapp und vor allem auch die Wolle. Poseidon zeigt Achill, wer der Herr ist. Ach, verdammt. Ja, ich brauche Wolle, unbedingt. Wollsammelstelle. Weitere Schafe. Oh, da scheinen einige Schafe gestorben zu sein. Ist aber nicht schön. Geschwindigkeit erhöhen um 100%. Orakel des Apoll, Spiele beginnen. Hat jemand meinen Speer gesehen? Wie soll ich einen Speerträger spielen, wenn ich keine Syrakuse beginnt mit einer Invasion. Orakel des Apoll, Spiele enden. Sie wollten einen Kraken, jetzt haben sie einen. Halle des Perseus ist jetzt verfügbar. Und Atlas greift auch noch an. Okay, Halle des Perseus. Es ist alles vorhanden für die Halle. 3000 Drachmen müssen wir ihm geben, 16 Stränge Wolle, 6 Skulpturen und jeweils ein Heiligtum. So, Perseus rufen. Und wahrscheinlich dürfen wir für Zeus Herkules holen. Ist aber nur eine Vermutung. Wir müssen jetzt bloß den Angriff noch von Atlas überstehen. Hat Poseidon nicht viel angerichtet? Gut, solange er nur die Schiffe kaputt macht, ist alles gut. Bis dahin kann Perseus kommen. Gegen den Kraken kann nur Perseus kämpfen. Noch ist alles okay. Feind nähert sich, aber das ist in Ordnung. Syrakuse beginnt die Invasion. Wir haben keine Oliven mehr. Vielleicht sollte ich mal wieder welche importieren. Kriege ich denn irgendwo Oliven her? Mount Aulip handelt nicht mehr, dann reiße ich das jetzt ab. Mount Pelion handelt noch, aber brauche ich gar nicht. So kriegen wir auf jeden Fall schon mal wieder Arbeitskräfte. Der macht sich jetzt an die Schiffe ran. Und natürlich erst einmal an die Kriegsschiffe. Er verwandelt alles in Stein.
Geschwindigkeit hochstellen. Ich brauche Perseus, Leute. Ich bin Perseus. Niemand kann mich aufhalten. 13.050 Drachmen für Syrakuse. Neuer Triremenhafen. So, er kümmert sich jetzt um den Kraken, der gerade rüberschwirrt zu diesem Hafen. Thera beginnt auch schon wieder eine Invasion. Athen zahlt Tribut, Zyme, alle anderen auch. Neuer Triremenhafen. Gut, allzu viel Öl haben wir nicht mehr. Krake wurde erschlagen. Sagt mal, verkaufe ich Olivenöl oder was ist hier los? Olivenöl einkaufen. Ich bin der beste aller Götter. Kein anderer Gott kann das bieten, was ich vermag. Geschwindigkeit hochdrehen auf 100%. Atlas lässt Achill fallen. Sie haben mich zu ihrem Feind gemacht. Und jetzt machen sie zu ihm. Thera beginnt eine Invasion. Die Waffe abfeuert. Ah, jetzt. Die Zeit ist reif, um die schrecklichen Atlantiden zu besiegen. Odysseus muss gefunden und nach Atlantis geschickt werden. Wenn er dort angekommen ist, werde ich ihm sagen, was er tun soll. Geschwindigkeit runterstellen. Wir haben Odysseus bereits in der Stadt. Das heißt, wir können diese Mission so schnell wie möglich abschließen. Abspeichern unter 05-1. Aufgabe wahrnehmen. Odysseus losschicken. So, wenn der fürchterliche Zyklop jetzt nicht nochmal angreift, dann ist alles gut, dann haben wir es geschafft. Und offensichtlich hat Athene den guten Poseidon in die Flucht geschlagen. Danke, Athene. Nochmal 20.000 Drachmen abgeben. Syrakuse beginnt mit einer Invasion. Die Welt, wie wir sie kannten, existiert nicht mehr. Der wagemutige Odysseus folgte Zeus Rat, stahl sich in die Stadt Kleitos, richtete die Waffe auf das Herz von Atlantis und löste sie aus. Während Odysseus noch von Atlantis floh, explodierte ein gewaltiger Feuerball auf dem Kontinent und brachte verheerende Erdbeben und Flutwellen über das Land. Als Odysseus wohlbehalten sein Schiff erreicht hatte, richtete er den Blick auf Atlantis. Er war sich nicht sicher, doch es schien, als würde es im Meer versinken. Die verheerenden Auswirkungen der Waffe beschränkten sich nicht auf den Kontinent Atlantis. Druckwellen der Explosion sprengten Atlantis vom Rest der Welt ab. Als die Druckwellen Thera erreichten, brach ein gigantischer Vulkan aus, der seit langer Zeit erloschen gewesen war. Die Eruption verdunkelte den Himmel mit Asche und Feuer. Thera wurde völlig zerstört. Griechenland erging es kaum besser, als die Druckwellen unsere Ufer erreichten. Viele Städte wurden durch Flutwellen zerstört. Ein großer Teil unserer Armee fiel den Katastrophen zum Opfer. Aber wir leben noch. Und bald wird es Zeit für die Griechen, den Neuanfang zu wagen. Unsere größten Abenteuer stehen uns noch bevor. Ach, wir haben es geschafft. Und theoretisch ist Poseidon sozusagen also die Vorgeschichte Griechenlands, bevor es dann losgeht mit Zeus. Wahnsinn! Das haben wir ja auch mehr oder weniger damals mit Poseidon, mit Atlantis gelernt, wie das Ganze so abgelaufen ist. Aber danach hat ja Atlantis wieder die Herrschaft übernommen, wenn auch über andere Städte, statt Atlantis selber. Geil. Mal sehen, ob's das war. Und so fängst du wieder von vorne an. Vor vielen, vielen Jahren, bevor du den Widerstand gegen die Atlantiden begonnen hast, gehörtest du zu einer Handvoll Überlebender eines brutalen Angriffs der Atlantiden. Heute wie damals bist du einer von wenigen Verbliebenen, aber die Welt hat sich verändert. Mit Hilfe von Zeus und den Helden Griechenlands wurden die Atlantiden ein für alle Mal vernichtet. Langsam wird das versenkte und vom Krieg gebeutelte Land in alter Pracht und Herrlichkeit wieder aufgebaut.
Die griechische Gesellschaft wird eine neue Blüte erleben. Und die wenigen vom Krieg verheerten Städte werden sich zu mächtigen und angesehenen Stadtstaaten aufschwingen, von denen man in Legenden erzählen wird. Das Zeitalter der Atlantiden ist zu Ende. Das Zeitalter der Griechen beginnt. Wir haben es geschafft. Wir haben auch Poseidon komplett abgeschlossen. Damit sind wir jetzt durch das ganze Spiel durch, sowohl Zeus als auch Poseidon. Es gibt noch einzelne eigene Abenteuer, Missionen, bei denen man dann tatsächlich auch einen Unendlichkeitsmodus hat. Aber das lassen wir alles hinter uns. Ich danke euch vielmals fürs Ansehen von Zeus und Poseidon. Wir sehen uns wieder in Der Erste Kaiser. Und ich freue mich riesig drauf. Vielen Dank. Falls ihr noch nicht abonniert habt, macht es gerne. Es werden noch weitere Aufbausimulationen folgen. Vielen lieben Dank. Bis bald. Euer Bisu Zimt.